Hi ihr Lieben, das Video ist ein kleines bisschen anders als die anderen Videos, die wir sonst hier veröffentlicht haben. Und zwar ist das mein Bewerbungsvideo für den Arctic Warrior. Ich bin Melchior, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Berlin und habe wahrscheinlich den langweiligsten Indoor-Job, den man sich so vorstellen kann. Ich arbeite in der Steuerberatung, ganz offensichtlich, und wir sind eine spezialisierte Online-Steuerberatung für Freiberufler und Selbstständige, also zum Beispiel auch so für Content-Creator, YouTuber und so weiter. Und ich weiß natürlich nicht, wie man sich beim Arctic Warrior bewerben sollte. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was ich mitbringen sollte, um da irgendwie bestehen zu können. Deswegen habe ich es natürlich erstmal gegoogelt und ich habe gesehen, dass du ja smart warst und eine Art Assessment Center auf deiner Webseite hast. Und deswegen dachte ich mir, naja, ich mache halt einfach mal das Assessment Center und dann wird mir der Test hoffentlich sagen, ob ich dafür geeignet bin oder nicht. Wir sind also auf der Seite bulletproof.de. Wir bereiten uns einmal vor auf die Kälte in der Arktis. Und wenn man da mal runter scrollt, dann sieht man Arctic Warrior Selbsttest. Und ich dachte mir, den machen wir. Hast du schon einmal bei Minusgraden draußen übernachtet? Interessante Geschichte. Ich war tatsächlich auch bei der Bundeswehr. Ich gehörte zu den Panzergrenadieren. Das sind im Wesentlichen die Leute, die rechts und links neben dem Panzer laufen, damit er nicht kaputt geht. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das Kälteste war mal im Januar. Das war in der Nacht, waren das mehr als minus 20 Grad. Und da war ich 10 Tage lang draußen. War auch jetzt nicht so angenehm, aber es war jetzt auch kein Problem. Deswegen sage ich, ja, natürlich war ich schon mal draußen bei Minusgraden in der Nacht. Kommst du mit wenig Schlaf und viel Dunkelheit aus? Ich habe eine einjährige Tochter. Du kannst mich jeder Tag und jede Nachtzeit aufwecken. Ich habe damit kein Problem. Deswegen, ja, danke an meine Tochter. Nächste Frage. Warst du schon mal Eisbaden? An alle Leute, die jetzt sagen, sie würden lieber in einem Eisbad sitzen, als in einem warmen Whirlpool. Das glaube ich einfach nicht. Natürlich sitze ich da lieber. Ich könnte mit dem anderen auch, aber ich sitze doch erheblich lieber im warmen Whirlpool. Bist du schon einmal Langlauf-Tourenski gelaufen? Um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig viel. Also ja, ich stand schon mal auf Skier, ja, es war auch schon mal ebenerdig. Ich bin aber in meinem Leben deutlich häufiger Wasserski gefahren, als irgendwie im Schneeski gefahren. Aber ich habe nicht die schlechteste Kondition und bin auch ganz gut leidensfähig. Ich bin zum Beispiel eine ganze Weile Marathon gelaufen. Ich habe eine Marathonzeit von gut 3 Stunden. Außerdem bin ich den Jakobsweg schon einmal gegangen. Es sind 840 Kilometer durch Spanien in, ich glaube, 22 oder 23 Tagen. Und auch solche bekloppten Sachen wie so ein 6-Stunden-Lauf. Also ich bin 6 Stunden im Kreis gelaufen und habe dann 63 Kilometer geschafft. Oder aber auch, es gibt so einen Mount Everest Treppenmarathon. Auch vollkommen bescheuert. Es geht darum, innerhalb von 24 Stunden die Höhe des Mount Everest zu laufen. Also 8800 Meter. Und das habe ich relativ spontan, ohne Vorbereitung, zumindest versucht. Geschafft leider nicht in den 24 Stunden. Aber wir waren immerhin 18 Stunden lang im Rennen. Deswegen, ich bin noch sehr leidensfähig. Und ich glaube, auch so lange Märsche ist da gar kein Problem. Deswegen sage ich, nee, noch nicht so richtig viel. Aber warum nicht? Einer deiner Teamkameraden ist zu müde und schafft es nicht mehr, seine 25 Kilo Rucksack zu tragen. Was würdest du tun? Witzigerweise hatte ich gerade in meiner Bundeswehrzeit diese Situation echt häufig. Und zwar liegt das daran, weil ich relativ klein bin, 1,76, und man geht dann im Zug, also in der Gruppe bei der Bundeswehr, immer ganz hinten. Und das führte dann immer dazu, dass ich quasi the last man standing war und immer entscheiden konnte, lasse ich jetzt einen Kameraden wirklich zurückfallen oder nehme ich jetzt seine Last irgendwie auf meine Schultern? Und irgendwie hat sich das dann so eingebürgert, dass ich am Ende irgendwie häufig das Gepäck von irgendwelchen Kameraden getragen habe. Ja, es wäre vielleicht einfacher gewesen, das zu verteilen, aber so mit 2 Rucksäcken, 25 Kilo, bin ich tatsächlich schon, ich glaube, hunderte Kilometer marschiert. Und deswegen sage ich, ich nehme sein und mein Gepäck und trage es, bis wir am Ziel ankommen. Nicht unbedingt vielleicht das Schlauste, ist aber so, was ich immer gemacht habe. Bis zu welchen Temperaturen hältst du es aus? Habe ich schon erzählt, habe auch schon draußen bei mehr als minus 20 Grad geschlafen, deswegen ist das nicht das Problem. Hast du schon einmal in einem Iglu geschlafen? Nein, leider nicht. Ich hatte noch nie die Gelegenheit. Ich habe zumindest immer gehört, dass es da drin wärmer ist, als man denken würde. Deswegen würde ich sagen, nee, habe ich nicht, aber ich würde mich sehr darüber freuen. Wie ist dein Orientierungssinn? Naja, mit Google Maps komme ich überall an, würde ich sagen. Aber ich habe auch mit der Zeit Bundeswehr und auch danach, ich kann auch mit Kompass und Karte umgehen. Da würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Einer deiner Teamkameraden hat seine Verpflegung verloren. Was tust du nun? Ganz schwierig. Also ich esse sehr, sehr gerne. Das Ding ist, wieso schafft er es nicht, seinen Rucksack nicht zu tragen und verliert dann auch noch seine Verpflegung? Oder hat er vielleicht vergessen, dass seine Verpflegung im Rucksack ist, den ich gerade trage? In dem Fall würde ich sagen, weil ich weiß, dass die Gruppe nur so stark ist wie das schwächste Glied, wäre es unverantwortlich, ihm nichts zu geben. Da ich auch nicht der Schwächste in der Gruppe werden möchte, würde ich sagen, naja, Kollegen, lasst uns alle zusammenlegen. Das heißt, ich würde grundsätzlich das Team motivieren, etwas zusammenzulegen. Hervorragend! Das
das waren alle Fragen. Das heißt, mein Ergebnis wartet jetzt auf mich. Ja, Otto analysiert kurz meine Fragen. Danke dir, Otto, dass du dir so schnell Zeit nimmst dafür. Mein Ergebnis, das sieht schon mal gut aus. Hey, du bist für den Warrior geeignet und darfst die Elite-Ausbildung antreten. Yes, sehr schön. Von deinen Antworten her geht es zwar besser. Sorry. Dennoch, herzlichen Glückwunsch, du scheinst fit zu sein. Ich würde mich sehr freuen, dich bei der ausgewählten Warrior-Ausbildung zu sehen. Na, danke, Otto. Das nehme ich mal als Zusage. Vielen, vielen Dank. Sag mir gerne, wann und wo ich da sein soll und ich werde da sein. Aber weil wir hier ja auf dem Kanal von der Steuerberatung sind und weil natürlich auch unsere Abonnenten auf ihre Kosten kommen sollten, gibt's jetzt noch den Master-Steuertipp für alle Survival-Experten, Outdoor-Leute und so weiter. Und zwar geht es um Reisekosten. Was viele Leute nicht wissen, wenn sie im Ausland unterwegs sind, können sie Pauschalen absetzen. Und zwar einmal eine Pauschale für die Verpflegung und einmal eine Pauschale fürs Hotel. Dafür brauchst du gar keine tatsächlichen Kosten. Das heißt, du musst nicht im Hotel übernachten oder du musst nicht irgendwo essen gehen, um diese Pauschalen anzusetzen. Die kannst du auch absetzen, wenn du draußen im Zelt schläfst und dir Rehe oder Hirsche jagst und die dann isst. Und diese Pauschalen, die unterscheiden sich von Land zu Land. Und ich schaue einfach mal, wie hoch die in Finnland sind. Und dafür gibt es ein BMF-Schreiben. Und auf Seite 5 sehe ich Finnland. Ich kann 50 Euro für meine Verpflegung für ganze vollständige Tage in Finnland ansetzen. Wenn es nur ein Teil des Tages ist, aber es muss mindestens 8 Stunden sein, also länger als 8 Stunden an einem Tag, dann kann ich 33 Euro für die Verpflegung absetzen. Und auch für Übernachtungen gibt es tatsächlich eine Pauschale, und zwar in Höhe von 136 Euro. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich von Montag bis Sonntag in Finnland unterwegs bin, dann habe ich ja Montag Anreise und Sonntag Abreise. Das heißt, es sind so Teiltage. Für diese Tage kann ich jeweils, zumindest wenn ich weiß, dass ich länger als 8 Stunden an diesen Tagen unterwegs bin, 33 Euro als Pauschale für die Verpflegung ansetzen. Für alle anderen Tage dazwischen gilt ein Satz von 50 Euro. Selbst wenn ich gar keine Kosten hätte, kann ich trotzdem 316 Euro als Verpflegungsmehraufwand geltend machen. Und auch die Übernachtungen kann ich mit einer Pauschale ansetzen, vollkommen unabhängig davon, ob ich tatsächlich überhaupt Kosten hatte. 6 Übernachtungen mal 136 Euro sind insgesamt Übernachtungspauschalen in Höhe von 816 Euro. Bei einem Steuersatz von 40% ist das tatsächlich eine Steuerersparnis von 452,80 €. Das ist gar nicht so wenig für eine Woche. Lieber Otto, falls du es noch nicht gemacht hast, das gleiche gilt natürlich auch für Seven vs. Wild und Panama. Da gelten ein bisschen andere Beträge, aber du kannst natürlich auch deine Reise nach Panama als Betriebsreise buchen und auch für die Übernachtungen jeweils Übernachtungspauschalen ansetzen. Also falls du es noch nicht gemacht hast, solltest du es nachholen. Also lieber Otto, ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Bewerbung überzeugen. Wenn ich dabei sein kann, dann bekommst du jemanden, der an Herausforderungen Spaß hat und du hast jemanden, der dir deine Reisekosten macht. Oder auch gerne von dem ganzen Team. Ich übernehme gerne die komplette Reisekostenabrechnung, wenn du mir sagst, wann und wo ich dabei bin. Für alle Leute, die uns schon ein bisschen länger folgen, ab dem nächsten Video geht's wieder ganz normal weiter, wie sonst auch. Für alle Leute, die unseren Kanal noch nicht kennen, aber vielleicht selbstständig sind und sich ein bisschen näher mit den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern und so weiter auseinandersetzen sollten, schaut euch gerne mal auf diesem Kanal um und abonniert gerne den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen.